Hallo liebe Freunde, Informationen zum Wiederherstellen von Dateien, die durch Bereinigen des Windows-Papierkorbs oder mit Hilfe von Shift plus Del gelöscht wurden. Das Windows-Betriebssystem legt alle gelöschten Dateien in einem speziellen Ordner ab, der als Papierkorb bezeichnet wird. Wenn eine wichtige Datei versehentlich gelöscht wurde, können Sie sie jederzeit finden. Die Größe des Papierkorbs ist jedoch nicht unbegrenzt und wird beim Befüllen vom System gereinigt. Dateien, die mit Shift plus Del gelöscht wurden oder mit einer Größe, die größer ist als für den Papierkorb zugewiesene Größe, fallen überhaupt nicht in den Papierkorb. Wenn Sie auf ein solches Problem stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Dateien nicht im Papierkorb befinden und dass Sie keine Sicherungskopie davon haben. Möglicherweise ist eine der Sicherungskopien unter Windows aktiviert. Dateiversion, Wiederherstellungspunkte, Erstellen eines Systemabbilds und so weiter. Laden Sie das Hetman Unraiser Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Denken Sie daran, dass Sie die Dateiwiederherstellung so bald wie möglich starten müssen, da beim Betrieb des Betriebssystems ständig neue Dateien auf der Systemfestplatte erstellt werden. Schauen wir uns also genauer an, wie Sie Dateien nach dem Bereinigen des Windows-Papierkorbs oder gelöschter Dateien mit Shift plus Del und dem Programm Hetman Unraiser wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, die zum Verlust wichtiger Dateien führen konnte. Auf Laufwerk D befindet sich ein Ordner mit verschiedenen Dateien. Löschen Sie es durch Drücken der Tastenkombination Shift plus Del. Wie wir sehen können, wurde der Ordner mit den Dateien gelöscht. Diese Dateien befinden sich nicht auf der Festplatte und im Papierkorb. So können Sie Dateien wiederherstellen, nachdem Sie den Windows-Papierkorb gereinigt oder mit der Tastenkombination Shift plus Del mit dem Programm Hetman Unraiser gelöscht haben. Klicken Sie auf Master. Der File Recovery Wizard wurde geöffnet. Weiter. Wir wählen eine Festplatte aus, auf der versehentliche Dateien gelöscht wurden. In meinem Fall ist es Laufwerk D. Weiter. Wir lassen das ausgewählte Element standardmäßig auf normaler Scan. Weiter. In diesem Fenster können Sie nur die erforderlichen Dateitypen angeben werden, um die Dateianalyse und Wiederherstellung zu beschleunigen. Zum Beispiel markiere ich ausgewählte Dateitypen. In meinem Fall waren es Archivvideo, Videodateien und Bilder. Durch Erweitern der Liste können Sie außerdem genauer angeben, welche Dateitypen durchsucht werden sollen. Ich werde standardmäßig Weiter verlassen. In den erweiterten Optionen können Sie das Erstellungsprogramm mit Dateien entweder geöffnet oder geändert und die Dateigröße angeben, um die Suche festzulegen. Außerdem können Sie nur gelöschte Dateien und andere Optionen auswählen. Ich werde die Standardeinstellungen beibehalten, aber ich werde nur gelöschte Dateien markieren, da in meinem Fall die Dateien von mir gelöscht wurden und nicht aufgrund einer Festplattenstörung verloren gingen. Zum Beispiel weiter. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. So werden die Dateien gefunden. Wir können unnötige Dateien deaktivieren, um nur die Dateien wiederherstellen, die benötigt werden. Klicken auf Weiter. Wählen Sie nur auf Festplatte speichern und geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien wiederhergestellt werden sollen. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Dies kann einige Zeit dauern. Fertig. Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt. Und dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Programms und des praktischen Wiederherstellungsassistenten war ich mit einem Minimum an Aufwand beschäftigt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es.
Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das war alles für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Daumen hoch und tschüss.